Ich kann nicht glauben, dass sie nicht besorgt sind. Oh je. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, was passiert ist. Es ist Herr Edgeworth. Er... Oder schluchzt. Ja, keine Ahnung, wie macht man Schluchz? Ja, na egal. Ich verstehe. Edgeworth hat also geträumt, dass er seinen Vater ermordet hat. Es ist nur ein Traum. Nur ein Traum. Ich frage mich... Was? Wenn das so ist, warum sehen Sie beide dann so besorgt aus, Nun... Bedenken Sie Folgendes. Yogi hegt einen tiefen Hass gegen Miles Edgeworth. Der Hass sitzt so tief, dass er ihn wegen Mordes vor Gericht bringen will. Das führt mich zu der Annahme, dass Herr Edgeworths Traum kein Traum war, sondern die Realität. Wie Sie es geahnt haben. Miles Edgeworth warf die Pistole, um seinen Vater zu retten. Dabei löste sich ein Schuss. Und schon war es passiert. Nein, das glaube ich nicht. Yogi wurde wegen Mordes angeklagt und seine Karriere als Gerichtsdiener war vorbei. Darum wollte er Rache an Miles Edgeworth. Es war seine letzte Chance, denn die Verjährung stand kurz bevor. Ach, so ist das. Gregory Edgeworth. Was wissen Sie über Edgeworths Vater? Er war ein Strafverteidiger, der seinesgleichen suchte. Das klingt zwar banal, aber es stimmt. Nun, vielleicht gab es jemanden, der ihm ebenbürtig war. Ihre Mentorin, Mia Fey. Meine Schwester? Gregory Edgeworth verabscheute Herr von Karmas Methoden. Das überrascht mich nicht. Mich auch nicht. Von Karma ist extrem. Für ihn sind falsche Aussagen und Beweise nichts Besonderes. Das Resultat, eine perfekte Siegesbilanz vor Gericht. Um ihn zu schlagen, versuchte Gregory Edgeworth auf seine Methoden aufmerksam zu machen. Und? Er verlor und starb voller Verzweiflung. Ich verstehe. Das Medium. Als Gregory Edgeworth getötet wurde, wandte sich die Polizei an ein Medium. Das war ihre Mutter, Misty Fay. Misty Fay. Ich bin Gregory Edgeworth. Ich wurde ermordet. Mein Mörder war der Gerichtsdiener, Yanni Yogi. Und dennoch wurde Yogi freigesprochen. Da hat unsere Mutter uns verlassen. Man stempelte sie als Betrügerin ab. Stimmt, alle glaubten das. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, es scheint, als sei es Gregory Edgeworths Geist gewesen, der log. Gregory Edgeworth muss gewusst haben, wer ihn erschoss. Das glaube ich nicht. Sie meinen also, dass er falsch aussagte? Sie meinen, Edgeworth log, um seinen Sohn zu beschützen? Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine Möglichkeit. Da hast du leider recht. Oho! Das ist also der Brief? Es scheint, als wäre Yogi seinem Inhalt gefolgt, als er Hammond umbrachte. Aber warum hat er Robert Hammond umbringen sollen? Hammond war ein begnadeter Verteidiger, aber er verteidigte seine Mandanten nicht in deren, sondern in seinem Interesse. Hä? In seinem Interesse? Er glaubte seinen Mandanten nicht. Er glaubte nur an seine Fähigkeiten. Aber er hat doch einen Freispruch erreicht. Warum also? Er war etwas anderes, meine Liebe. Es war etwas anderes, meine Liebe. Er gewann diesen Freispruch nur um seinetwillen. Yogi war zwar freigesprochen worden, aber er war sozial ruiniert. Hä? Das werden Sie gleich verstehen. Was? Die sind alle Hellseher, die können alle Gedanken lesen. Was ist das? Naja.
Warten Sie. Was ist? Dieser Brief. Ich kenne diese Handschrift irgendwoher. Wessen Handschrift ist das? Wissen Sie, wer das geschrieben haben könnte? Hihihi, ja, natürlich. Könnte es Manfred von Karma gewesen sein? Von Karma? Warum sollte er also etwas damit zu tun haben? Nun, ich bin mir nicht sicher. Von Karma. Warten Sie! Sie haben recht, mein Junge! Das ist von Karmas Handschrift, da bin ich mir sicher! Ich kenne sie noch von den ganzen Gerichtsunterlagen. Was? Aber das heißt ja... Derjenige, der Herr Yogi zum Mord aufforderte, war... Korrekt. Manfred von Karma, höchstpersönlich. Was bedeutet das? Warum sollte von Karma etwas ruinieren wollen? Ich weiß es. Naja, aber ich verrate nichts. Nein. Naja. Hätte von Karma tatsächlich diesen Brief verfasst, dann hätte er die Wahrheit gekannt. Er hätte gewusst, dass Miles Edgeworth seinen Vater aus Versehen tötete. Ich schätze, dass er morgen vor Gericht das Gleiche sagen wird. Er wird es so lange betonen, bis Miles Edgeworth schuldig gesprochen wird. Oh nein. Aber warum weiß von Karma so gut über Edgeworths Vergangenheit Bescheid? Selbst Herr Edgeworth glaubt, dass es nur ein Albtraum war. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass von Karma sowohl hartnäckig als auch perfektionistisch ist. Vielleicht will er sich an Gregory Edgeworth rächen, indem er dessen Sohn schadet. Wie meinen Sie das? Vor 15 Jahren trafen sich von Karma und Gregory Edgeworth vor Gericht und von Karma gewann. Aber er kam nicht unbeschadet aus der Verhandlung heraus. Gregory Edgeworth gegen Manfred. Der Gregory gegen Manfred, wie das klingt. Gregory versus Manfred! So. Was passierte im Prozess zwischen Edgeworths Vater und von Karma? Von Karma erreichte den gewünschten Schuldspruch. Er gewann den Prozess. Aber Gregory Edgeworth beschuldigte von Karma, Beweise gefälscht zu haben. Und obwohl er den Prozess verlor, stand Herr Edgeworths Anschuldigung im Raum. Gefälschte Beweise? Es war der einzige Makel, mit dem von Karma in seiner Karriere zu kämpfen hatte. Gregory Edgeworth hat von Karmas perfekter Siegesbilanz eine Delle zugefügt. Wow! Das muss ein ziemlicher Schock für von Karma gewesen sein. Danach nahm er erstmal einige Monate Urlaub. Urlaub? Ja, ziemlich ungewöhnlich für ihn. Es war der erste und bisher einzige Urlaub in seiner langen Staatsanwaltskarriere. Echt? Er nimmt sonst nie Urlaub? Zum Beispiel, um ans Meer oder in die Berge zu fahren? Sagen Sie nicht, dass er noch nie in Europa war. Du hast komische Vorstellungen von Urlaub, Maya. Wieso komische Vorstellungen? Das sind coole Vorstellungen, aber die alle mal umzusetzen? Naja. Jedenfalls, es war das einzige Mal, dass er Urlaub genommen hat. Ich glaube, dass dieser Makel ihm sehr zu schaffen machte. Seltsam, dass ihm so sehr um eine makellose Bilanz ging. Warum hätte er eine so lange Pause machen sollen? Was machen wir, Nick? Von Karma wird den Fall DL6 ins Spiel bringen. Darauf kannst du wetten. Was, wenn Herr Edgeworth sich im Fall DL6 für schuldig bekennt? Das werde ich nicht zulassen. Ja, Herr Wright. Auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Aber ein versehentlicher Mord ist immer noch ein Mord, wissen Sie? Das weiß ich. Ich glaube aber an Edgeworths Unschuld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden umgebracht hat. Aber Nick, Herr Edgeworth hat es doch gestanden. Sein Vater muss im Tod gelogen haben, um ihn zu schützen. Das ist mir egal. Ich weiß, dass er unschuldig ist. Herr Wright, wenn Sie so davon überzeugt sind, kann ich das nochmal überprüfen. In den Polizeiakten könnte etwas von Interesse stehen. Herr Crossberg, vielen Dank. Ich kann nichts versprechen. Die Chancen, etwas zu finden, stehen schlecht. Ich verstehe. Die Polizeiunterlagen, Dann müssen wir da wohl mal hin. Schnell! Nö.